Intro, die gucken wir uns mal an, ne? Kennen das Spiel ja auch noch nicht. Not since the horrors of the Black Plague has our land seen such despair. Almost two millennia after Sigmar founded the Empire, the realm is fractured and broken. Three rival factions claim the Imperial Crown: Marienburg, Middenheim, and Lightland. Lure of power brings the armies of men against one another in a seemingly endless tide of battle. An island of peace in a sea of conflict, Mordheim drew wealth such as the city had never seen into its walls. But with its prosperity came the corruption of arrogance and hedonism and greed. The gods could not long abide the outrages of Mordheim's populace. In the heavens, an ill star appeared. A great twin-tailed comet that some priests warned was nothing less than the hammer of Sigmar. They preached tidings of doom and repentance, but their sermons were ignored. An attitude of rebellious revelry gripped the city as the comet grew ever nearer. The grand festival to celebrate the turn of the year was a mockery of the apocalyptic prophecies. It was then that the hammer fell. The fiery comet plowed through the city, gouging a deep crater in the midst of the poor quarter. The wondrous palace of Count Steinhard was broken. The grand amphitheater shattered. The vast great library blighted by a pall of ash. Fire and smoke decimated the populace, but worse awaited the survivors. A malignant corruption that brought with it mutation and madness, the vile taint of chaos. In the shattered city, strange green-black stones were discovered. Strange energies emanated from these shards. Warlocks and alchemists experimented with these word stones and soon determined that their uncanny properties could work wonders. Wordstone could heal the sick, regenerate the old, or even turn base metal to gold. Whoa. Lust for Wordstone focused avaricious eyes upon ruined Mordheim. Treasure hunters descended upon the city, vying with both mutated horrors that claimed the ruins as their own, and crusading zealots who sought to prevent the taint from spreading. Inhuman creatures filtered into Mordheim, staking their own claims. An endless pilgrimage of the greedy and ambitious, fighting and dying in a place now called the City of the Damned. Deswegen heißt das Spiel so. Mann. Verdammt. Willkommen. Also das Spiel muss man erst einstellen. Or maybe live a little longer. Ne? Und auch die Auflösung kann man bis auf UHD, also 3800 noch was, 2160, einstellen. So, ich möchte natürlich wie immer bekannt machen, will ich nicht lesen. Neue Krieger und weiter war DLC. Ja, wieder scheibchenweise die Spiele verkaufen. Aber was soll's. So, ich hab's, glaube ich, auch irgendwo dazu gekriegt, wieder oder bei Steam. Bei Steam sag ich schon. Ja. Bei Humble Bundle, da bezahle ich 12 Dollar, nicht Euro, 12 Dollar im Monat. Und da konnte ich auch diesen Monat wieder alle Spiele behalten, 12 Stück. Eins hatte ich schon, aber die anderen, oh. Wo kriegt man für 12 Dollar, das sind 11 Euro ungefähr, vielleicht mehr, weniger, kriegt man so viele Spiele, was soll's, ne? Also da kann man nicht, gar nicht genug drüber meckern, finde ich. So, Tutorials wollen wir mal anfassen. Kampfgrundlagen, oh, die haben ja ein umfangreiches Tutorial, heiliges Blechle. Boah, ey. Lädt er jetzt oder? Aha. Nochmal draufklicken. Dann kommt dies hier. Bewegen, klettern, springen, nach Fernkampf, nachladen, gegen. Oh, oh,
Bestätigen. In this tutorial, you control a group of Skaven, who are scavenging for resources in the quayside area of Mordheim. As they scatter to search the empty barns and ruined warehouses, a group of mutants bearing the flag of the Cult of the Possessed appear in sight. Learn the basics of combat to survive this ambush. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh, ja, ja, ja. Nur keine Panung, das Chaos ist am Werk, 50%, 54, 57. So, fortfahren, linke Maustaste, LMT. A new round has started. Der Kreis um den Krieger zeigt, wie weit er sich mit einem Strategiepunkt bewegen kann. Jedes Mal, wenn man den Kreis kostet das einen zusätzlichen Strategiepunkt. Die Punkte werden, wenn die Aktion gestellt wird, der Krieger nachher überschreiten, wird eine Bewegungsflagge, die erzeugt. Bewegt sich über diese, bekommt er den Netz und die Bewegung wird rückgängig gemacht. Über diese Flaggen. Wenn ein Krieger keine Aktion mehr übrig hat, kommt die Aktionszug beenden. Hm? Aktionspunkte bleiben erhalten. So, ihr müsst alle gegnerischen Krieger ausschalten oder ihre Kriegerbande zurückzuzwingen. Wer bin ich? Bin ich das oder bin ich, ist das der Gegner? Euer Zug. Also wie? Okay, noch bis dahin. Weiter geht's nicht. Oh, gehen wir mal dahin, ne? Gegenangriffe ausführen. Neuer Krieger im Nahkampf aktiviert ein Gegenangriff. Das ist nur möglich, wenn neuer Krieger genug Offensivpunkte übrig hat. Und den Nahkampf erfüllen. Mhm. Durch linke Maustaste bestätigt werden, okay. Ausweichen fehlgeschlagen, so. Und jetzt muss ich hier. Aha, ich muss die linke Maustaste klicken, warte auf Gegner. Krieger in die Drohungszone betritt. Das ist der rote Kreis und die Gegner. Die Krieger können jetzt immer anrollen. Die Angriffskosten und heben von der Benutzung auf der Hand. Zwei werden jeder ein Bild zum Angreifen und betätigt die linke Maustaste. Angriff, ach, da unten ist es. Okay. Verfehlt. Das machen wir nochmal, ne? Ja, die kleine Narbe war da schon, na gut. Zu beenden. Initiative Anzeige oben im Bild. Ist die Initiative Anzeige zu sehen? Ach, die Reihenfolge da ganz in der Mitte oben. Ne? Mhm. So langsam kenne ich mich das schon mit aus. Ich habe jetzt rund 250 Spiele angespielt und dazu da sind auch viele Runden basierte und die haben
oft auch diese Anzeigen. Dann ist der mit dem meisten Mut, mit der meisten Intelligenz oder was weiß ich als erster dran und dann so weiter, ne? So. Attribut Aufmerksamkeit ist in diesem Fall. Aha. Weitere Faktoren fallen, können ebenfalls Einfluss geben. Das ist hier neu berechnet. Okay. Wadi auf Gegner. Athletikaktionen. An zahlreichen haben Krieger die Option an die Athletik. Klettern, springen oder hinunterspringen. Das kostet ja einen Strategiepunkt und wird mittels linke Maustaste bei der Durchführung. Wird eine Gewandtheitsprobe fällig. Bestätigen. Sind ihr denn? Wo seid ihr? Könnte ich jetzt gar nicht sehen, wo die sind. Ist hier irgendwo so ein... Da ist doch wohl keiner mehr, oder? Ist ja noch einer. Keine Ahnung, wo ich da jetzt hin muss, ne? Auch so eine Stelle, wo man Gewandtheit macht, ne? Kommt man da irgendwie hoch oder was? Das wollen wir mal ausprobieren. Da scheine ich ja jetzt drauf zu stehen. Gegenangriff. Krieger mit Fernwaffen? Ja, ja. Ich, drei in der Fernkampf, dann kriege ich nachladen. Strategiepunkte. Von zwei mit den weiteren steigen die Kosten jeweils um ein. Steigen auch jeweils ein. Jetzt aber mal sehen könnte, wäre das fantastisch. Da ist einer, ne? Ach, da ist einer. Aha. Nachladen, Nachladen bestätigen. Zug beenden, na gut. Kritische Treffer. Ah, die droppen alles. Aha. Den Rucksack, ne? Aber ausgerüstete Sachen nicht. Aha. Ja.
ausgeschaltet. Kontrollzone. Brennt das hier? Knistert. Aha. Ich sehe bloß die Gegner nicht, verdammt. Ja, gefährliche Viecher, wa? Hallo. Dann gehen wir mal voran hier. Ach, da kann ich jetzt hinunterspringen. Was bringt mir das? Na, machen wir mal. Erfolg. Zug beenden. Mit Shift oder mittlere Maustaste Strategieansicht öffnen. Morsstein. Ah. Jetzt habe ich Shift gedrückt, ne? So, gibt es jetzt auch eine Legende? Ich bin noch gerade da runtergesprungen, aber nicht blau und rot sind die anderen, ne? Wer ist das hier? Sind ja ganz schön viele, ne? Kult der Besessenen. Stärkung Anführer, Assassin, Adept. Rattenoger. Barbwächter. Anführer, Magister. Putrus Shanks. Eschins Zauberer. Oh, da waren wir ein Zauberer gerade und den habe ich gerade überholt. Da habe ich Stärkung Held. Was ist Gavin? Ich bin jetzt der hier oder was? Achso, nee, ich muss ja Shift. Könnte ich da auch hochgehen? Ja, mal gucken. Da geht's nur runter, ne? Aber hier kann ich hoch. Ausgeschaltet. Jo, Kontrollziel, Missionsziel Schlachtfeld. Standhaft beeindruckend. Zug beenden. Mehr kann ich jetzt nicht machen oder kann ich noch weiter vorgehen? A new round has started. Eine neue Runde, ja. Ausgeschaltet, haben das Schlachtfeld verlassen.
Und du bist im Zug. Das war voraussehbar. So, Zug beenden. Das kann ich mal so schlecht mit dir bestätigen. Können mit Linke bis zu 5 Leuchtfeuer. Aha. Den Cursor, eine Strategie auf und linke Maus. Standardmäßig beide waren das im Optionsmenü deaktiviert werden kann. Okay, das haben wir jetzt bestanden. Gut. Ja, bestätigen. So, da kann man sich jetzt alle Tutorials aussuchen. Das ist doch genial gemacht hier. Kampftaktiken, Szenario-Taktiken, Schmuggellager. Na, das ist doch super. Kampagne und Zeit. 2, 4, 12 Stück. Tja, also bin ich ganz begeistert. Das ist super, brauche ich mir gar nicht weitere angucken. Wenn ich das erste gesehen habe, was wir jetzt gemacht haben, das war doch schon mal ganz gut, ne? Also da bin ich schon der Meinung, dass das richtig gutes Tutorial ist. Das Spiel ist auch nicht mehr teuer, wer auf solche Sachen steht. Also ich werde es auf jeden Fall nicht wieder löschen. Ich habe ja eine Liste, wo ich mir mal ankreuze, was ich eventuell weiterspielen will. Und das wird dazugehören, weil ich mag solche rundenbasierten Strategiespiele sehr. Ja, ich danke fürs Zuschauen. Wenn dir das gefallen hat, dann freue ich mich über ein Gefällt mir. Na mehr natürlich noch über ein Abo, Logo. Ne? Alter Mann, junger Kanal, braucht Abos. Und ich freue mich auch, wenn du beim nächsten Video wieder dabei bist. Jo, bis dahin, bleib gesund an Körper und Geist und denk dran, immer selbst denken. Jo, bis dahin, tschüss.